Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Witcher 3 Wild Hunt. Blood and Wine. Ja, ja. Wie ihr seht, starten wir gerade ganz anders als vorher. Ich hoffe, wir laggen weniger, aber es sieht gerade schlecht aus. Ich versuche immer noch alles, um es zu reduzieren. Ich muss dazu nichts sagen, oder? Ich bin ganz dafür, dass wir uns mal um Fragezeichen kümmern. Und wenn die schon mal so nah bei Geralt daheim sind, dann sollte er sich doch erst recht drum kümmern, oder? Also würde ich mal sagen, wir fangen erst mal mit dem an. Und ich werde dann demnächst einfach das andere auch nochmal machen. Ich habe halt jedes Mal Angst, dass wir hier... Hier gibt's so gut wie alles. Okay, ich habe verstanden. Das heißt, wenn ich hier mal ein bisschen warte, bekomme ich hier immer wieder neue Sachen. Jetzt muss ich nur erstmal wieder meine Sachen bearbeiten. Geralt hat nämlich von 12 Uhr bis 12 Uhr geschlafen. Und jetzt ist er auf jeden Fall gut ausgeruht. Seine nächste Mission. Schauen wir mal, was hier... Es sieht nach Banditen aus. Oder auch nicht. Macht sowas von verdammt viel Damage. Okay. Ein Brief und ein Schlüssel. Wurde er von einer Arche solchen getötet. Interessant. Weinfäden Vermentino. Ja, ja. Interessant. Wir werden das gleich herausfinden. Ich muss es nur dann wieder aufmachen. Hier kann man schön mit dem Boot anlegen. Ich bin etwas skeptisch. So, wo haben wir es denn? Wie ihr seht, ich war ein bisschen verkaufen. Nur noch 86 und wir haben hier richtig schön viel Platz. Damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. So, wir wollten was lesen. Brief auf elegantem. Okay. Das sieht gut aus. Lies diese Anweisungen sorgfältig durch, denn ich dulde kein Versagen. Erscheine morgen am abgesprochenen Ort und hole die nächste Lieferung Setzlinge ab. Wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen, Vermentino zu infizieren. Sei unbedingt pünktlich, denn die Gruppe aus den anderen Weingut wartet. PS, vergiss den Schlüssel nicht. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Ja, durchsuche Coronata nach Hinweisen auf Sabotage. Es wird auf Coronata wahrscheinlich nichts geben. So. Ach, das gehört zu Weinfäden Vermentino. Ja, das ist nicht schlecht, dann haben wir wenigstens die schon mal. Die anderen sind hier oben dann. Das heißt, ich mache mich mal auf den Weg. Und ich denke, wir kümmern uns erstmal darum und wir kommen halt dann irgendwann im Laufe der Zeit wieder hierher zurück. Und machen die letzte hier noch. Abpferdchen. Auf geht's. Lalala. Ja, und Schweine können fliegen.
So. Was feiern die hier Schönes? Will mitfeiern. Los, lauf! Will mitfeiern. Unfair. Naja, dann halt nicht. Was ist hier so? Leere Weinflaschen, Essensreste. Ja. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, Rattenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch. Wir werden dich ordentlich vertrimmen. Hallo? Ich drücke Blocken. Man erzählt viel über dich, Hex. So eine Blöde ist aber nicht erlaubt. Das Fest ist vorbei. Jetzt dürfte ich doch zwei Gegner bekommen, oder? Dich hat mir der heilige Majoran geschickt. Jetzt repariere ich schnell meinen Wagen. Ich werde beim Bauplatz erwartet. Bis dann. Ich verstehe die Geschichte nicht, aber egal. Ja, geht ja was vorwärts. So. Die zweite Gruppe. Da werden wir noch ein paar mehr Gruppen haben. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3. Da drüben werden sicherlich auch noch welche sein, dann... Naja, machen wir jetzt auf den Weg zum nächsten Questziel. Ich verstehe nicht, warum wir beim Castel Ravello, beim Weingut Vermentino keine gescheiten Sachen bekommen. Schneller! Aber egal. So, auf geht's. Ich habe das Gefühl, wir reiten da gerade dran vorbei, oder? Nee. Sind auf dem besten Weg dahin. Ich bin nur zu doof dafür mal wieder. Was ist hier los? Okay. Dann gehen wir zu Fuß weiter. Ich muss ja mein Pferd nicht gefährden hier. Versteckter Schatz. Oder Haut. Ach, da ist noch eine. So. Ich finde es immer schön, wenn Geralt auf sein Schwert dann Buffs bekommt. So. Tagebuch von Augustin Trunelias. Ja, ich kann nicht sprechen, ich bin behindert. Es ist 3.30 Uhr morgens. Aber egal. Dickes Tagebuch, in gleichmäßiger Schrift beschrieben. Die letzten Seiten enthalten jedoch eine andere Handschrift, sind voller Kleckse und durchgestrichener Wörter. Ein geheimnisvoller Herr hat mich aufgesucht und mich gefragt, ob ich ihm die Fässer verkaufen würde, die wir für die neue Weinsorte anfertigen. Ich habe höflich abgelehnt, da ich weiß, wie viel der neue Wein Frau Mathilda bedeutet und wie viel vom Erfolg dieses Weins abhängt. Schließlich war die Lage auf dem Weingut in den letzten Tagen sehr angespannt. Dieser sehr geheimnisvolle Herr erwies sich auch als extrem wohlhabend. Er suchte mich erneut mit einem sehr prallen Beutel auf. Verdammt, es wird ganz schön schwer sein, seine Wünsche abzulehnen, wenn er mich wieder vor so eine Herausforderung stellt. Heute habe ich vergessen, die Tore zum Lagerhaus der Fässer abzusperren. Ich schäme mich sehr, aber was sollte ich tun? Frau Mathilda ist am Boden zerstört. Ich fasse das Geld erst an, wenn sich die Sache beruhigt hat. Ich habe den Beutel voller nilfgaardischer Florin im Sonnenblumenfeld versteckt. Solch ein Vermögen darf bei mir zu Hause nicht gefunden werden.
Er hat mich erneut aufgesucht. Dieses Mal wollte er das Rezept für den neuen Wein haben. Ein wenig Erde besitze ich aber. Fässer sind eine Sache. Da kann ich neue anfertigen. Aber das Rezept für den Wein. Ich sagte, eher würde ich sterben. Und da hat er mich so seltsam angesehen. Mir lief es kalt den Rücken runter. Nachts sollte ich besser meine Türen verrammeln. Offenbar nicht nur nachts. Naja. Dann hat sich das wohl erledigt. Und wir bauen ein Sonnenblumenfeld. Ja. Ich schau mal schnell in den Quest. Das wird höchstwahrscheinlich eine Schatzsuche sein. Schatzsuchen. Finde die Juwelen. Genau. Das wollen wir noch. So weit weg kann es von hier ja nicht sein. Oder vielleicht doch. Der bringt mich noch um. Los, los! Egal, die Schatzsuchen werde ich nochmal ohne euch machen dann. Ich glaube kaum, dass ihr da unbedingt dabei sein müsst. Ich werde vielleicht einfach die Aufnahme laufen lassen und wenn irgendwas passiert, dann schneide ich das irgendwo noch mit rein. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis danach, dass ich da euch jetzt damit auf die Nerven gehe. Verdammt! Nein, was tue ich gerade? Hallo, Bandit. Das sieht ja gut aus. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Ah ja. Schön, dass die Dinger dahinter alle weg sind, dass da kein Wald ist und sonst nix. Oh mein Gott. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, aber egal. Wir schnappen uns noch alles, was hier rumliegt. Nein, schadet uns ja nicht. Geld können wir immer gebrauchen. Eigentlich sollte ich mir angewöhnen, einfach alles liegen zu lassen, weil wir genug Kohle haben, aber... Wer weiß, was noch kommt, wofür wir das Geld noch brauchen können. Ich möchte nichts riskieren, dass wir dann irgendwie die Arschkarte ziehen oder so. So. Dann schauen wir doch mal weiter. Ich habe nicht gedacht, dass hier hinten immer noch Majoran-Statuen sind. Sachen für Majoran-Statuen sind. Aber jetzt ist die Statue ja dann bald fertig. Ja, da überleben wir nicht zu viele. Ich danke dir noch einmal, dass du mich gerettet hast, mein Freund. Ach, zum Teufel mit allem. Ich gehe Schafe hüten. Er hat keinen Bock mehr. Und wir heben doch alles auf, weil... Wir wollen ja nicht, dass hier alles verkommt. Das wäre ja schade.
Befehle. An Edgar. Oh Gott, ich spreche den Namen lieber nicht aus. Ich kann das nicht. Ich schicke dir einen von diesen miesen Rittern. Dieser blöde Skreck hat unsere Leute bei Fuchstal angegriffen. 6 davon. Und einen Hund. Hat er kalt gemacht. Ich wollte ihn auf der Stelle in Fetzen hacken, aber der Hurensohn verdient Schlimmeres, als ich ihm antun kann. Nimm deine berühmten Scheren und schneid ihm alles ab, was rausragt. Dann holst du ihm die Gedärme raus und faltest schöne Figürchen daraus. Achte nur darauf, ihn gut zu fesseln, bevor du anfängst. Der räudige Hund hat sogar mit gefesselten Händen dermaßen zugeschlagen, dass Spoiler Zähne gespuckt hat wie ein Springbrunnen Wasser. Gut. So. Schauen wir weiter. Ist auch mal ganz entspannt, wenn wir hier so durch die Welt kommen. Bisschen schöner Arbeit nachgehen. Da wird doch der Wein sauer. Das wird ja nicht mehr so. Mund halten und kämpfen. Ja, Mund halten und kämpfen. Ich habe gerade das Gefühl. Aua. Dass wir irgendwie in die Nähe von einem Banditenversteck kommen. Und irgendwie hängt es immer wieder. Das ist wundervoll. Da mag man das Spiel dann gleich noch mehr. Ah, ja. Sei vorsichtig, bereite dich auf einen harten bla bla bla. Um das zu verhindern, musst du Banditen mit Fackeln töten, die auf das Signalfeuer zuhalten. Dein Ziel ist es, den Anführer der Hanse zu töten. Gut. Dann brauchen wir mal Tag, weil dann hat keiner einfach so random Fackeln in der Hand. Und dann gehen wir mal dem nach, diese Kackhanse zu zerstören. Ach, die sind da unten. Ja, hallo Freunde. Da müssen wir nur noch reinkommen irgendwie. Das sieht ganz danach aus, als würden sich uns hier schön einen Weg hinbauen. So. Verschlossen. Schlüssel benötigt. Eingang? Okay. Hier ist kein Eingang. Ich schau grad. Nein, du gehst da hoch, Geralt. Überleg grad, wie ich am besten da reinkomme. Ohne dass ich mich verletze. Muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Das Signalfeuer dann. Ja. Gut. Die Frage ist, was das Signalfeuer da unten in dem Loch drin bringt. Aber es sind ja Profi-Banditen. Komme ich denn da jetzt rein? Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Ja, toll. Ihr seid schon ein bisschen lächerlich. Weil ich kann ja da so gut rein. Blut! Blut! Was macht ihr denn?
war's angenehm. Dann ist alles gut. Ima, danke für die Wäsche. Ich nehme gern alles mit. Das Signalfeuer brennt ja eh schon. Ja, dann komm doch mal her. Schneller! Schnapp die lebendig! Oh. Oh. Sie vergibt nie, Grauzocke! Verlieren wir den Nerv. Macht Spaß, so. Also hier geht's ganz gut. Dann gehen wir doch mal weiter. Ganz langsam, wir wollen nicht überstürzen. Alle zusammen, auf drei! Ich glaube, die Hans ist sogar am leichtesten zu besiegen. Na gut. Tanzen wir. Ja, tanzen wir. Aua. Na, leg dir doch den Schniedel ein. Das wird ja nicht lange dauern. Ich will ihn töten! Ich! Ja, tschüss. Ein Leben gegen ein Leben! Ihr seid schon armselig. Tatsächlich. Ja, sehe ich genauso. So, ich habe gegen dich ja keine Chance. Du bist ja mir so total überlegen. Depp. Mach mal 1 gegen 1, da hast du keine Chance. Geht ein bisschen. Ah, da kommen wir hier raus, okay. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so alles finden können. Nice. Ich bin der Meinung, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Und ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas finden. Geh mir aus den Augen. Alles klar. Vom einen kriege ich Lob und vom anderen geh mir aus den Augen. Danke sehr. Was man jetzt ertrunken wird. Die kippen eh gleich um. Lalala, lalala. Hier war doch der schöne Weg. Dann sperren wir doch hier noch die Tür auf.
wir reparieren unser Schwert. Wer ist denn das? Teshamutna. Ja, das wäre ganz günstig, wenn das genug Damage macht. Wie haben wir da noch drauf? 65. Wir haben so viel von dem Kackzeug einfach drauf. So. Was haltet ihr davon, wenn wir weiterziehen? Das heißt, wir haben jetzt die Hanse erledigt. So viele Probleme auf Weingütern dürften wir jetzt nicht mehr zu beheben haben. Werden wir aber jetzt dann ja sehen. Buxtal. Na, mein Freund. Graupopo, Graupopo. Auf ihn, Männer. Erteilt ihm eine Lektion. Bring. Aua. Naja, die machen hier keinen Damage. Ja, genau. Das wird ja nicht lange dauern. Nee, es wird nicht lange dauern. Ihr werdet ganz viel Spaß haben. Ihr seid frei. Warum bekomme ich diese Musik jetzt? Naja, egal, wir ziehen aber weiter. Ich werde jetzt nicht mehr alles aufsammeln, weil wir haben 330.000, wenn ich jetzt mit dem rechne, was wir jetzt schon wieder im Inventar haben. Das juckt mich jetzt ein Scheiß hier. Das soll einfach die spawnen. Oh Majoran, wäre mein Geist doch so billig wie mein Fleisch. Ich find's schön, dass die hier alle so an Majoran glauben. Oh, der Fluss. Sie haben halt wirklich nochmal alles aus der Engine rausgeholt, was ging. Personen in Not. Schlechte Idee. Jetzt ist er nicht mehr in Not. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Ja, ich komme später vorbei. Geh nur. Ich schau vorbei, wenn ich in der Gegend bin. Ich hab einen besseren Rüstungsschmied, ich brauch dich nicht. Lafarg hab ich nämlich. So. Dann haben wir tatsächlich eine Folge nur Fragezeichen gemacht. Ich glaub kaum, dass das jemand erwartet hätte von mir. Naja, wurscht. Leben, leben.
angenehm, sie kennengelernt zu haben. So. Nächstes Fragezeichen. Ich nehme jetzt nur noch die wichtigen Sachen mit. Also die, die mir die Quests geben halt. Oder die... Also die halt rot markiert sind, weil... Und halt Monster-Sachen, weil wir halt noch einiges an Sachen erledigen müssen. Wir heilen halt die ganze Zeit wieder hoch. Wir sind die ganze Zeit nur am Heilen, das ist eigentlich perfekt. So. Warum haben die immer so viele Kacke in ihrem... Frage. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal ein bisschen Farbe herstellen können. Ich weiß noch nicht, geht das über Alchemie oder so? Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da ordentlich was machen könnten. Schauen wir doch mal. Absurde... Werbemittel. Ah. Das heißt, wir bekommen auch den ganzen Scheiß. Tränke haben wir noch. Und Öle. Überlegen. Das Blablabla Öl, da brauchen wir Gorgomagen, den bekommen wir noch. Hier brauchen wir noch eine weiße Möwe. Das ist nicht das Problem. Absurd. Quests sind mir gerade relativ egal. Haben wir hier unseren Job noch? Gutes Muttergehen. Soweit fertig machen. Wo ist das rotes Muttergehen? Das ist perfekt. Wo ist das grünes Muttergehen? So, schauen wir doch mal in das Charaktermenü. Was brauche ich dafür? Ich brauche noch 2 Erfahrungspunkte und 2 große rote Muttergene. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich das schaffe. Was habe ich denn hier jetzt aktiv? Okay. Ah, okay. Gut. Und hier brauchen wir einfach große rote Muttergene. Da muss ich einfach mal schauen, was ich machen kann. Und wir brauchen halt noch ein paar Erfahrungspunkte, aber das ist jetzt nicht das Problem, weil wir das allein durch die Quests easy machen. So. Dann noch ein Fragezeichen hier und dann noch das hier unten und dann sind wir auf der Seite durch. Ich muss mich tatsächlich gerade selbst loben. Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich möchte mich jetzt nur erstmal um die Nebenquests kümmern, die wir hier haben. Weil dann, vor allem wenn ich dann auch die ganzen Fragezeichen mit euch durch habe, habe ich die Möglichkeit auch einfach die Schatzsuchen zu machen. Dann müsst ihr da nicht mehr dabei sein, auch wenn ich euch wahrscheinlich da sogar mitnehmen werde. Zwei oder 10 Gegner. Das liegt einfach nur... Oh.
Kinder sind am Spielen. Auf deine Gesundheit, Hexer. Dieses Ziel kannst du nicht angreifen. Ich hatte nicht vor, das Ziel anzugreifen, vor allem nicht mit einer Fackel. Naja. Ja, wir reiten da jetzt einfach hin. Weil ich habe jetzt nicht so... Jetzt hört Plötze. Ach stimmt, da müssen wir auch noch suchen. Denn es gibt eine schöne Plötze-Quest hier. Hallo? Jetzt hat... Lalala. Diese Rüstung ist sowas von verdammt geil. Ich kann nicht sagen, wie sehr ich die feiere. Und der See ist so schön sicher. Lalala. Dann gehen wir jetzt den Rest zu Fuß. Ah. Was ein Wunder. Wir sind ja nur noch am Befreien von verlassenen Städten. Ja, genau. Ja, ich werde jetzt noch die Probleme von Liam lösen. So, was liegt denn hier noch? Weil hier waren eine Geliebte. Ja, ich drücke jetzt hier einfach mal alles durch. Weil ich habe jetzt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und dann... würde ich sagen, geht's auf zurück nach Corvo Bianco. Und ich würde sagen, wir kümmern uns dann noch hier oben um dieses Areal. Also ihr werdet noch richtig viel Spaß haben. Aber ich meine, ich finde es deutlich sinnvoller, wenn wir das so tun. So ist gut. Weil dann müssen sie sich trotzdem nochmal betteln, weil wir auf beiden Anwesen alles erledigt haben. Klar ist für uns Vermentino leichter, weil es halt auf unserer Flussseite liegt. Aber davon sollten wir es nicht abhängig machen. Ach, Turniergelände. Da hatten wir doch schon unser schönes Turnier. Und ja gut. Pass auf, wo du hinläufst. Und wir haben noch mit einer Person zu reden, die glaube ich bei uns jetzt im Haus steht. So, wo ist denn der Stall? Plötzi, Plötzmann. Da setze ich dich nämlich gerne ab. So. Und da haben wir doch Marlene. Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Musst du nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius' Pflege. Du hast aber auch was durchgemacht.
Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid. Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben. Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Oh, ja, ich kann hier bleiben. Das hier ist ein großes Anwesen. Bleib doch hier. Wirklich? Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber... Aber? Nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen, in Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ich habe zu danken. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet. Also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr. Aber du könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen. Wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Klopf, bis du das Richtige findest. Das mache ich, danke. Juhu, und dann haben wir ihr auch geholfen. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Ihr Ochse am Spieß war Land auf Land ab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben? Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Aha, jetzt musst du sie selber machen. Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Das ist so geil. Ist so nett. Oh. Was kann ich für dich tun, hä? Ja, nix. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Wenn Sie nur so arbeiten würden, wie Sie tanzen und trinken. Dann stellen wir uns mal wieder hier hin. Und ihr wisst, was das bedeutet. Aber wir sind, glaube ich, auch schon wieder bei 40 Minuten. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ich jetzt sage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier ist es nämlich 4 Uhr morgens. Und ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis dann.